So, herzlich willkommen zurück bei Far Cry 5 zusammen mit Cyronix. Hallo. Wir wurden letztes Mal ja das erste Mal von Jacob Seed entführt und durften uns in irgendeinem komischen Raum mit ein paar anderen Leuten zusammen ein Propagandavideo für mehrere Tage angucken und sind die einzigen, die überlebt haben, weil wir krass sind. Und wurden dann von dem Widerstand hier, von einem sehr bärtigen Typen gerettet, der einen ganz guten Eindruck macht. Also er scheint uns nicht zu mögen, aber er scheint uns zu brauchen. Das ist so das Beste, was wir im Moment kriegen können. Ich bin mal gespannt, was die hier so... Wer bist du? Was machst du? Ich versuche dich zu finden, Deputy. Das hält viel von dir. Hör zu, ich komme gleich zur Sache. Ich weiß, was du im Süden getan hast. Du hast den Vater verunsichert und das ist gut für uns. Wir verlieren zu viele Leute hier oben. Das lässt sich nicht leugnen. Wenn es so weitergeht, werden wir wohl keine Woche mehr durchhalten. Es ist wirklich zum Verzweifeln. Oh je. Ich versuche, Stellungen zurückzuerobern, also habe ich Whitetails losgeschickt, um das Besucherzentrum zu sabotieren. Da deponiert die Sekte nämlich ihr Bliss. Aber unsere Leute sind direkt in die Falle getappt. Sie wurden als Geiseln genommen und uns läuft die Zeit davon. Wenn ich noch eine Gruppe reinschicke, verlieren wir vielleicht alles. Aber du, mit dir rechnet die Sekte sicher nicht. Niemand außer dir kann damit fertig werden, Depp. Niemandem sonst traue ich das zu. Ich zähle auf dich. Wenn die Sekte merkt, dass du da bist, töten sie vielleicht unsere Leute. Auf dem Tisch liegt dein Bogen, wenn du willst. Hol unsere Leute da raus, Depp. Viel Glück. Ich bin kein Depp. Bogen brauche ich nicht, ich habe eine schallgedämpfte Waffe. So, der Mission können wir auf jeden Fall folgen. Mal den hier. Aber so. Ah, dir geht's anscheinend besser. Läuft bei ihm. Aber mit dir unterhalten wir uns später, du bist doof. Ach warte, ich wollte dich boxen. Ah, ich auch. Okay. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Oh, nö, du wolltest uns töten. Okay. Uns helfen, diesen Berg zurückzubringen. Nein, sie wollte uns sterben lassen, das ist was anderes. Du bist also Eli begegnet. Jetzt bist du in guten Händen. Er wird dich mit allem versorgen, was du da oben in den Bergen brauchst. Ich behalte dich aber trotzdem noch im Auge. Bis bald. Okay. Wir haben übrigens noch den Bären dabei, ne? Ich will Cheeseburger nicht wegschicken. Ach komm, ich schicke ihn weg. Wo ging das hier? Helferauswahl. Cheeseburger. Entlassen. Oh. Der gilt als heavy, der Typ. Ich würde sagen, wir gehen zu Fuß hin, ne? Weil wir dürfen ja unter keinen Umständen entdeckt werden. Was machst du da überhaupt wieder? Ja, ich habe einen Wolf erlegt. Ach, den ignoriere ich jetzt. Das ist mir zu weit zu laufen. Nice. Hast den Wolf ganz für dich alleine. Also wenn wir... Alles klar. Sie dürfen uns nicht bemerken, bis wir alle haben. Bei unserer Spezialität. Wenn sie dich sehen, töten sie unsere Leute. Also halt dich bedeckt. Schleich dich durch das Abwasserrohr an sie heran. Okay. Den Typen vor dem Tor könnte ich jetzt easy rausnehmen. Nee, hier. Ab durch das Kanalrohr. Ich meine, ich... Obwohl, ja, mach was du willst. Geh gerade durch den Kanal. Ja, cheate mal. Okay. Ich hab den Typen vorne raus. Ja. Aber ich bin jetzt geduckt. Da wird eventuell gleich einer die Leiche finden. Kannst du den töten, der da mit dem Fass? Sehr gut. Dann jetzt werden sie die Leiche nicht finden. Uiuiui. Ja, der hat irgendwas gesehen gehabt. Auf den du gerade zielst. Der hat die Leiche gesehen. Nee, der hat die Geisel gesehen. Was? Die laufen. Also sie wissen nicht, dass wir... Vorsicht. Hinter dir. Okay, gut. Ich habe extra nicht abgedeckt. Wow, jetzt
Töten sie die Geiseln. Dammit, ich bin so weit weg. Drei von vier. Zwei von vier. Okay, sie haben die Hälfte getötet. Da kamen alle auf dich zu. Nein, gar nichts getötet. Was laberst du? Ach nee, gerettet. Ach so, ich dachte, weil da steht zwei von vier Geiseln übrig. Scheiße, Deputy. Die haben zwei Whitehills zum Devil's Drop gebracht. Jacob ist auf dem Kriegspfad und versucht, die Wolfstand zu finden. Dann hätten wir keine Chance. Und wenn unsere Leute die Position nicht preisgeben, werden sie von der Klippe geworfen. Gib Gas, Deputy. Devil's Drop ist südlich von dir. Alles klar. Okay. Südlich von mir, südlich. Ich hatte den einen im Visier, aber ich wollte nicht abdrücken. Ich dachte, wir gehen langsamer vor. Schnell, und dann war plötzlich Chaos. Schnell. Ja. Ja, irgendwie. Ganz schön schnell, dass hier Chaos ausbricht. Ja, ich hätte die Geisel nicht befreien dürfen. Glaube ich. Ja, ich. Keine Ahnung. Hey Deputy, wollte mich mal wieder melden. Wir haben in den letzten Tagen eine Menge Leute verloren. Walker, erinnerst du dich? Der stotternde Typ? Der ist verschwunden. Pass einfach auf dich auf, okay? Wir dürfen dich nicht auch noch verlieren. Okay. Hey, ich hab's mal geschafft mit diesem Kack. Ja, hat mich jetzt auch gewundert. Ich hab. Eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass du da in die Klippe reinspringst. Ja, wenn das Ding ausnahmsweise mal aufgeht, so wie geplant. Okay, Vorsicht. Ganz ruhig. Straßensperre voraus. Ja, das sagtest du schon. Hier war aus wie. Jawohl. Scheiße. Sieht so aus, als hätten sie den ganzen Tunnel besetzt. Wenn du irre bist, geh vorne rein. Wenn du clever bist, geh nach oben. Ja, dann gehen wir nach oben, ne? Ja, wir sind clever, definitiv. Aber warte mal, bis ich auch da bin. Oh, warte mal. Hier hab ich grad. Ich will, dass wir gleich beobachtet werden. Ich könnte die eigentlich auch mal benutzen, die Spritzen. Warte. Perfekt abgewechselt. Nice. Vorsicht, da kommt einer. Was auch immer du tust, lass diesen Jacob nicht in deinem Kopf rumfuschen. Nein, nein, der pfuscht nicht in unserem Kopf rum. Einer lebt noch. Da hinten sind noch zwei. Ich nehme den rechten. Hey. 3, 2, 1, go. Oh, cool. Das war kein Headshot. Egal, beide weg. Ich brauche keine Headshots mehr. Das hat gut funktioniert. Diesmal habe ich mich auch nützlicher gefühlt. Wir werden uns diesen verfluchten Berg von Jacob zurückerobern. Ich weiß einfach. Funksprüche der Sekte abgefangen. Die schicken Hubschrauberkonvois, um nach Whitehills zu suchen. Also lass bloß nie den Himmel aus den Augen. Jeder passt auf jeden auf. So läuft das bei den Whitehills. Wenn wir einander den Rücken frei halten können, dann hebt das die Moral. Vielleicht schließen sich uns sogar noch mehr Leute an. Scheiße, ich wusste, dass Tammy sich in dir geirrt hat. Glückwunsch, du bist jetzt einer von uns. Wenn du Zeit hast, hätte ich noch mehr Arbeit. Komm in die Wolfstand, wenn du soweit bist. Warum zweifeln die überhaupt noch an uns, nachdem wir so viele Leute von den Seeds schon gekillt haben? Reicht. Egal, wofür sie kämpfen. Warum klettern wir hier hoch? Weiß nicht. Aber das sind sie nicht. Sie sind Kinder. Diese White-Tail-Elite. Das sind keine Soldaten, oh nein. Ihr Anführer Eli ist kein Held. Er ist ein Feigling. Sie sind nicht stark. Sie sind schwach. Aha. Sie werden gejagt. Okay. Ich hab das Gefühl. Alter. Ich hab das Gefühl, er jagt gerne. Ja. Lass doch von hier aus eventuell wieder zum Wolfstand fliegen. Oh. Baby.
Ich habe ihn getroffen. Dead. Cooles Ding. Ich habe aber, glaube ich, nur noch einen Schuss in dem Ding. Ich muss mal neue Muni kaufen. Welche Richtung liegt denn dieses Wolfsden? Da, wo wir gekommen sind. Da. Oder sollen wir hier Richtung Außenposten und klatschen? In der. Okay. Wo denn? Wo ist Klatschnixen? Oben, im Norden. Beim Pin-Kaora-Da-Station. Achso. Komm, lass da eingehen. Das finde ich wieder ganz so schnell mit der. Mit dem. Oh, das ist ziemlich weit oben. Na egal. Bitte funktioniere. Wir sollten auf jeden Fall auf der oberen Straße bleiben. Oh, da ist eine Straßensperre. Jo, ich bin drüber geflogen. Warte. Nein, komm. Lass mich doch. Oh Mann. Ich wollte das eigentlich machen, während ich mit dem Fallschirm gerade. So. Das geht. Mhm. Warte, da kommt ein. Ja. Oh, und da ist irgendein Spacko, den wir killen sollen. Man sollte doch keine Zivilisten töten. Ich glaube, das waren nicht meine Zivilisten. Jo. Suche und Rettung, Story-Mission. Ja, einfach Geiseln befreien, ne? Jo. Die Weltmeister. Von 20 Geforderten haben wir schon 14 erledigt. Ja, alles klar. Wir sind halt gut. Die Hälfte der Geiseln stirbt zwar von uns gekillt während der Befreiung, aber ansonsten geht's. Jo. 800 Meter. Du, jetzt ein Heli. Oh. Sehen, wie es gesprungen ist. Lebt das Viech noch? Ja. Hier darf man fischen. Ach. Au! 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 hallo? Jesus. Das war eine ganze Horde, die du da hattest. Nein. Ich weiß nicht, wo der Rest hingeflogen ist. Ich glaube, fliegen lohnt sich nicht, weil das Ding so weit oben ist. Mhm. Ja. Eventuell können wir von hier oben aber dann schon was sehen. Ich finde es interessant, dass von Jacob so viele Leute auch zu... Oh, hey, Bäh, das Ding hat mich voll angeschissen. Das ist richtig, richtig. Richtig, richtig, genau, richtig eklig. Falsch, falsch und richtig, richtig. Mhm. Weil richtig ist richtig und falsch ist falsch, ne? Oh, was ist denn das? Das ist eine Hütte. Hä? Eine Hütte? Yep. Klopf, klopf. Oh, hier sind CDs gewesen. Und einen Rucksack. Nehme ich auch noch mit. Lauf, ich habe die Bienen freigelassen. Oh nein. Bees. Oh. Warte. Voll, Alter, der Bär. Wie der Bär weggeflogen ist. Richtigen 360 gemacht, der Dude. Mhm. Hier habe ich das Gefühl, du läufst schneller als ich. Danke. Bitte. Noch eine Geisel, ja. Haben wir ja fast, ne?
Weil ich die ganze Zeit Leertaste spam wie so ein Behinderter. Ernsthaft, man ist schneller, wenn man die ganze Zeit Leertaste spammt beim Rennen, als wenn man normal läuft. Nee, das mache ich ja, wenn ich irgendwo hoch. Spaß. Schlange. Schlange? Hier oben. Nix. Warte auf mich. Oh, da kommt ein Wolf noch. Ah, ne, ein Vielfraß. Komm her, du. Hä? Hallo? Nein, hört auf, das. Ah. Hä? Das Ding in der Wand verschwunden? Hallo? Ups. Ich würde sagen, okay, ich glaube, das kann noch ein bisschen dauern. Was denn? Hä? Was war gerade mit meinem Visier los? Bleib stehen! Alter. Hab's. Schüsse fliegen echt lang. Wo bist du hin? Vielfraß gejagt. Was machst du da oben? Ja, ich würde. Ja, wir wollen ja zu dem Außenposten da oben, zu der Radiostation. Ja. Und? Ja, ich würde sagen, dass wir nicht mit dem Wingsuit, aber nicht auf der Straße landen, sondern da rechts an dem Aufgang. Siehst du den? Okay. Ich werde ein bisschen sneaky reinkommen. Legst dich schon wieder mit irgendwelchen Bären an. Nicht zu weit, hier ist direkt die Radiostation, ne? Holy. Ich glaube, das wird was schwierig. Ich gehe nach da oben. Okay, ich werde sterben. Du musst mich gleich mal aufheben. Glaube ich. Ah, ne. Okay. Alles gut. Naja, mein Enterhaken war verbuggt durch die Antenne durch. Oh je. Pass auf den Typen da oben auf. Ja, ich bin jetzt gleich erst in Position. Ja, ich gucke jetzt erstmal nach. Alarm. Ich sehe zwei. Soll ich wo denn? Kannst du die markieren? Nee, ich sehe nur die Dinger. Ich sehe. Einen der Alarme könnte ich ausmachen. Wo ist aber der andere ist rechts davon. Also weiter da wo ich gerade hinlaufe? Ja, direkt, bist schon dran vorbei. Ah, hier vorne. Genau. Ich kann keinen der Alarme ausmachen. Ich könnte es versuchen, einen, indem ich durch eine Deckung durchschieße, aber ich weiß nicht, wie gut das funktioniert und es könnte etwas dahinter stehen. Bleib ruhig. Ich nehme auf jeden Fall den Sniper da oben schon mal raus. Shit. Gerade ein bisschen eingekesselt. Ja, ich habe zwei, die oben standen. Irgendwer schießt. Ich habe zwei, die beiden, die auf den Dächern waren, sind tot. Ich will den hier gerade rausnehmen. Okay, ich töte den, der auf der anderen Seite steht. Versuch, kannst du guck mal, ob du den Alarm deaktivieren kannst. Dann sind direkt beide weg. Du bist ja da direkt. Ich muss gerade gucken, wie ich da hinkomme. Aber pass auf die Hunde auf, ne? Ich gebe mir der Heavy Guard am meisten auf den Sack. Wenn wir uns absprechen und ihm gleichzeitig einen Heady geben, müsste er sterben. Warte. Mal die Leiche hier weg. Gute Idee. Der dreht ja aber gerade den Rücken zu der Heavy, ne?
immer noch, aber da ein Wolf guckt dich an. Was? Okay, Alarm ist aus. Eins von zwei, ein Alarm übrig. Okay, sind nicht beide weg. Weißt du, der ist hinter der Verdeckung. Ja, siehst du, ob ich da durchschießen kann? Steht da was Nein, hinter? Nein, kannst du nicht. Du kannst da nicht durchschießen. Okay. Auf keinen Fall. Weil ich bin jetzt gerade so ein bisschen... Fuck, der eine hat die Leiche gesehen, glaube ich. Da geht einer gerade hoch? Ja, der hat die Leiche auch gesehen von unten. Ich gucke, dass wenn er oben die Leiche sich anguckt, dass ich ihn dann kriege. Warte, ich versuch mal was. Hab ihn. Aber sie haben es mitbekommen, glaube ich, oder? Hä, wie haben sie das mitbekommen können? Versuch den Alarm zu kriegen. So schnell du kannst. Sie wissen aber nicht, wo ich bin. Die haben keinen blassen. Und sie haben auch nur den Schuss gehört. Nice. Alarm ist deaktiviert. Okay. Die gehen jetzt alle da hoch. In Reihe. Hinter, da ist einer bei dir. Hab einen, der oben nach oben wollte. Nein. Hab einen, der unten war. Nur noch der Wolf. Oh, Scheiße. Heavy. Hab dem Heavy einen Schuss gegeben. Hab dem Heavy zwei. Heavy ist down. Schön. Die Position da oben war ja mal ultra nice für mich. Dass da keiner stand, um das zu schützen, ey. America. Nur nice, ne? Offenbar hast du die Radarstation zurückerobert, Deputy. Kommen wir mal zu dir. Jetzt kann die Sekte da nicht mehr trainieren und Hallo. Wir bestens im Blick. Du wirst schnell zur Legende unter den Whitetails, meine Hier ist noch Zeug für dich. Hä? Da. Drin. Ich bin froh, dass das jetzt ausgehört. So. Oh Gott, ein Stinktier! Mein Gott, was machen wir? Okay, ich gehe schon mal verkaufen und dann können wir auch Folgenpause machen. Hallo? Oh yeah, hier ist dein Liebling. Also von dir alle reden. Oh nein, damit fangen wir die nächste Folge dann an. Aber vorher Beute verkaufen. Schon wieder 11.000, jetzt fließt das Geld aber. Bitch, please, 62.000, was ist los? Ich kaufe auch wie diesen Weltmeister die ganze Zeit. Ich habe bei den fast jedes dieser Sniper-Gewehre gekauft. Ich habe jedes der Sniper-Gewehre gekauft. Und voll ausgerüstet. Warum nicht? Es geht. Klatsch Nixon. Ja, hier ist Klatsch. Hier sind sogar zwei Missionen. Klatsch Nixon und die andere. Aber Klatsch Nixon bringt uns ja immer am Ende wieder zurück dahin. Klatsch Nixon. Ich wette, es ist eine Klatsch Nixon Mission für... Die Wingsuit. Mein zweitliebster Liebling in diesem Spiel nach Flugzeugen. Aber ich würde sagen, wir machen trotzdem, also ich mache trotzdem an dieser Stelle eine Aufnahmepause. Und sag. Ich nicht. Ja, du nicht, du machst weiter, genau. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Da freuen wir uns dann auf was ganz Besonderes. Bis dahin. Tschüss. Ciao.